Moin. Wir befinden uns hier auf der Grenze zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Altendorf und wir sind aus folgendem Grund hier. Mir ist vor einiger Zeit hier ein Ort aufgefallen, als ich zum Sportmachen hier war, den ich sehr interessant und sehr wichtig finde, denn diese ganze Gegend hier hat ein ganz schönes historisches Gewicht, was heute so nicht mehr zu erkennen ist. Wir sind hier zwischen der Bezirkssportanlage Raumer Straße und der Fläche, die vor ein paar Jahren bis 2000, glaube ich, das Freibad an der Nöggerath war. Und hier war ganz früher, sind hier ganz früher, ist gut, 1940 rum waren hier Lager für Kriegsgefangene. Und ich möchte ein bisschen erzählen, warum ich das wichtig finde und interessant finde. Und zwar ist es folgendermaßen, vielleicht ist es bei euch auch so, ich habe im Geschichtsunterricht, das ist bei mir auch schon ein Weilchen her, sehr oft als Thema gehabt, Zweiter Weltkrieg. Und da ging es halt eben um die schrecklichen Dinge, die damals passiert sind, die Vernichtung, die strukturierte Vernichtung von Menschenleben und die vollkommen sinnlosen Kriege in alle Richtungen, die da geführt wurden. Und ich habe das aufgenommen und ich habe verstanden, dass das schlimm ist. Auf einer kognitiven Ebene wusste ich, ja, das ist alles sehr schrecklich. Aber ich habe durch das, was wir im Unterricht gemacht haben, leider nie diesen empathischen Zugang dazu finden können, weil das einfach so unwirklich ist. Das sind riesige Zahlen und auch wenn dann Namen aufkamen, dann hat das was für mich getan. Aber die Zahlen selber für mich waren erstmal nur das Zahlen, weil es schwer ist, sich so große Mengen vorzustellen und dann auch noch empathisch damit zu sein und mit diesen ganzen Ereignissen empathisch zu sein. Das hat sich hier ein bisschen für mich geändert in den letzten Jahren an diesem Ort, weil wir gleich zu einem Tunnel kommen, der nach der Bombardierung des Arbeitslagers, das auf der anderen Seite des Tunnels lag, die Unterbringung für 170 Kriegsgefangene geworden ist. Und das finde ich super spannend und sehr interessant, weil es ist direkt bei mir in der Nähe. Meine alte Schule, bei der ich war, wo ich den Unterricht hatte, ist hier um die Ecke. Und in meinem Gefühl wahrscheinlich... Ich glaube, sogar meine Lehrer wussten nicht, dass dieser Ort so hier in Frohnhausen existiert. Man kommt selten in Frohnhausen, obwohl ja auch viele Kriegsgefangene im Lager waren, in Kontakt mit der Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt zwar ein paar Gedenktafeln, aber genau wie dieser Tunnel sind das versteckte Orte irgendwie. Ich finde es gut, dass es die Gedenktafeln gibt, das finde ich super wichtig, aber ich finde es schade, dass es versteckte Orte sind. Ich finde es gut, wenn wir das im Bewusstsein hätten, wie zum Beispiel halt eben dieser Tunnel. Weil wenn ich mich in diesen Tunnel stelle und mir vorstelle, dass noch 170 weitere Menschen da gewesen wären, damit kann ich empathisch werden. Die Menschen haben sich hier zum Teil in Backöfen und anderen Gelegenheiten untergebracht, um sowohl den Bombardements zu entkommen, aber auch zu versuchen, ja, eben den Zweiten Weltkrieg zu überleben und auch die Gefangenschaft zu überleben. Und der Tunnel befindet sich jetzt hier gerade direkt vor uns und es geht erstmal nur um diesen alten Tunnelbereich, den ihr gleich sehen werdet. Und dieser Ort ist mir begegnet, ich bin beim Joggen hier vorbeigekommen und ich habe mir die Graffitis, die hier früher waren, angeguckt und früher waren die katastrophal. Es sah richtig schlimm aus, war ein usseliger, hässlicher Kacktunnel. Und dann ist mir aufgefallen, dass hier eine Gedenktafel ist, die komplett beschmiert war. Und erfreulicherweise hat ein Bürgerverein aus Altendorf sich das zur Aufgabe gemacht, diesen Tunnel zu erneuern und das finde ich sehr toll, weil dadurch wird wieder ein schöner Ort daraus, wo man sich mit Geschichte auseinandersetzen kann. Ihr dürft jetzt einmal kurz auf den Tunnel drauf gucken und dann erzähle ich gleich noch einen Moment was weiter dazu. Warum sollte man sich sowas angucken und warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Warum sollte man an so einen Ort gehen? Zum einen natürlich ist es nett, sich den neu gestalteten Tunnelbereich anzuschauen, weil er schön gestaltet ist. Da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Zum anderen finde ich es aber total wichtig, ich bin aufgewachsen unter den Begriffen von Kollektivschuld und es wurde immer sehr viel darüber gesprochen, wer ist schuld am Zweiten Weltkrieg und das ist eine riesige und super komplizierte Frage, auf die es sehr viele Antworten gibt. Das Internet ist voll damit, die Geschichtsbücher, der politische Diskurs, da gibt es sehr viele Varianten. Was habe ich damit heute zu tun?
Ich finde, heutzutage ist es immer noch wichtig, auch wenn man sich selbst nicht dafür verantwortlich und schuldig fühlt, was korrekt und richtig ist. Wir selbst waren nicht diejenigen, die dabei waren im Zweiten Weltkrieg, dass diese Dinge passiert sind. Aber wir leben in einem Land, das historisch damit gekoppelt ist. Und schon alleine deshalb ist es wichtig, sich nicht schuldig zu fühlen, sondern ich finde, zu trauern. Und das sollte man aktiv tun. Denn erstens ist Trauern wichtig, das befreit unfassbar und es hilft aber auch zu reflektieren. Man beschäftigt sich mit dem, was da passiert ist, was einem hilft zu verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal passiert. Und das ist deshalb wichtig, es sind Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg gestorben und damit ist unfassbar viel, das muss man auch ganz platt mal formulieren, unfassbar viel Potenzial auch einfach verloren gegangen. Niemand von uns weiß, was diese Menschen hätten leisten können, wenn wir ihnen die Chance gegeben hätten, weiterzuleben. Und das ist der Grund, warum man an so einen Ort kommen kann und aktiv trauern kann, einen Moment in sich gehen kann, sich damit beschäftigen kann, was diesen Menschen geschehen ist und was Krieg mit Menschen macht, was Faschismus mit Menschen macht und kann sich damit auseinandersetzen und kann sich das sehr gut überlegen. Und ich trauere in so einem Moment um all das, was diese Menschen hätten leisten können. Die kluge Bücher, kluge Gedichte, die vielleicht was Kluges hätten erforschen können und in irgendeiner Form eine wichtige Leistung, einen wichtigen Anteil zu unserem menschlichen Zusammenleben noch hätten geben können. Und diese Gelegenheit wurde uns und denen genommen. Und das ist ja mindestens schade und, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ein guter Anlass zu trauern. Wenn man jetzt aber hier hinkommt, und das finde ich sehr schön, dieser Tunnel war vorher auch einfach landschaftlich nicht besonders angenehm. Hier waren keine Beleuchtungen drin. Und es war wirklich vermüllt und sehr hässlich. Und man hat vor, ich glaube, 2 Jahren ist man hingegangen und hat halt eben mit dem Bürgerverein die Neugestaltung dieses Tunnels sich vorgenommen. Ursprünglich hieß dieser Bereich auch im Volksmund quasi die Teufelsbrücke. Sowohl wegen dem historischen Kontext, aber auch einfach, weil es hier wie Sau aussah. Und wie man jetzt schon sehen kann, hat man hier einen schönen Tunnel ausgestaltet. Das sieht jetzt aus, als würde man durch so eine Unterwasserwelt laufen. Und ja, ich finde, das könnt ihr euch sehr gut mal angucken und vielleicht sieht man sich ja mal und kann sich ein bisschen über das austauschen, worum es dann manchmal im Leben geht. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt gibt's noch ein bisschen Tunnel.